So, guten Morgen miteinander. Wir haben heute Samstag am 9 Uhr morgen. Heute haben wir wahrscheinlich die letzte oder die zweitletzte Prüfungssimulation mit dem Mattia. Dann geht es dann so im Januar, glaube ich, Prüfung. Ja, wenn es. Ja, genau. Ja, wäre zumindest das Ziel. Also, das schaffen wir schon. wir haben jetzt heute, glaube ich, die 9. oder 10. Fahrstunde. Ist die 9. sogar heute. Die 9. Ja. Ja, ich würde sagen, schaut doch das Video und lernt doch etwas und schaut vor allem, wie ihr fahrt. Ich denke, das kommt schon gut. Oder? Ich hoffe es auch. Ja. Gut, dann starten wir doch. Nein, noch nicht. Oh. Aber für mich geht es am Morgen ohne Kaffee. Okay. Und dann kannst du dich vorne am Lichtsignal dann nach rechts abbiegen. Nach Sonderrechts. Heute nehmen wir das rechts auf der Seite. Ja. Haben wir links und rechts. Ah ja. Passiert der Beste. Immerhin regnet es nicht mehr. Hm? Ja. Und am Lichtsignal gehen wir dann nach rechts. Mhm. Das rechts bei mir. Genau, ja. Ja, heute klappt es auch mit der Mischspur besser. He? Ja. Jetzt bist du zwar ein bisschen weit rechts über. Jetzt bin ich links. Können mehr links fliegen. Ja. Das links auf der anderen Seite. Oh. Vorher hat es gestimmt, oder? Ja. Du hast ja können geradeaus und rechts und links über. Machen, ja. Ich glaube, jetzt einen Velostreifen hat. So, dann kannst du alles geradeaus Richtung Stadtzentrum. Nachher kannst du dann richtig Schaffhausen. Aber drückst du früher rüber, da ist ja hinten Vorwegweiser. Ich war mir unsicher, ob es so richtig da ist. Aber es ist doch so, ja. Wenn du viel Verkehr hast. Mhm, dann sehe ich eben so gut. Jetzt müsstest du den Blinker wieder rausnehmen, ja. Wir gehen nur halb links. Da wäre jetzt sicher kein grober Fehler, weil jetzt da willst du blinken, aber eigentlich... Ja, wär... Du bist ganz links und blinken, so ist ein Blinker. Wäre halt nicht die komplette richtige Änderung dann machen.
bisschen mehr Abstand. Da hätte ich das Gefühl können blinken und dann einfach mit. Und dann kannst du Richtung Spital fahren. Er hat dafür relativ wenig heute, he? Ja. Also um die Zeit noch. Sind alle am Schlafen. Sind nicht alle so verrückt wie wir zwei. Nicht so früh aufstehen, Menschen. Mhm. Die vorne am Lichtsignal gehen wir dann links. Die nächste Zweig dann links abbiegen Richtung Notfall. Dann da geradeaus. Die nächste Verzweigung kannst du nach rechts abbiegen. Und ganz oben gehen wir dann links. Dass der Kavi verschwindet. Ja, ja. An die Schwelle habe ich nicht mehr dran. Dann gehen wir dann rechts, also momentan können wir eh nicht anders. Genau. Also das machst du gut mit der Start-Stopp-Automatik, dass du das immer brauchst. Wie wenn du auch gut bist, kannst du auch als erstes Auto, dann bist du echt ziemlich schnell, wenn es dann genau weitergeht.
Und dann kannst du die nächste Verzweigung nach links abbiegen. Die nächste Kreuzung kannst du nach rechts. Ich sehe ein großes Verbot dort. Gut, dann gehen wir da vorne dann rechts vor. Okay. Verbot. Das ist wichtig, wenn du an der Prüfung bist. Du willst nicht irgendwie zubringen. Die entscheidest du jetzt bis Haus 81. Ja, jetzt steht da Zufahrt bis. Genau, das bist aber nie. Also du bist. Im Prinzip kannst du auch, wenn du die fette Tafel siehst, sagst, oh, verboten. Okay. Und dann zeigt dann schon ein. Die einen warten und warten, weißt du, dann lesen sie unten und dabei bringt es auch gar nicht. Dann auf der Kreuzung. Genau. Und dann ist halt dann zu weit. Vorne gehen wir dann nochmal nach rechts. Wenn es nicht trümmelig wird, gehen wir dann vorne der Kreuzung links. Jetzt kannst du ruckeln. Und nach dem Mini kannst du dann rechts abbiegen. Das ist ja geil, du kommst in die Kurve, ganz rüber, ja, kommt dann so auf der Strecke. Wie eine Wand. Mhm. Siehst, genau darum ist es wichtig, dass du nachher wieder auf die richtige Seite rübergehst. Jetzt hast du gerade gesehen, warum. Das hast du vorher schon gut gemacht. Wenn wir schauen, wenn du irgendwo seitwärts parkieren kannst, deine Disziplin vom letzten Mal. Dort hat es nicht ganz so gut geklappt. Wir probieren es aber nochmal. Ja. Dann kannst du mal seitwärts parkieren. Wenn es etwas frei hat, ich weiß jetzt nicht genau. Ja, da hinten. Tesla. Ja, komm, machen wir da. Heute klappt es sicher besser. So viel Teil gekriegt, das ist sehr heikel. Das ist dann in den Randstein fast vorne. Ja. Ich glaube, das ist gut. Ich spiele hier drin.
Ja, so schön auf der Linie bin ich schon. So hätte aber ein bisschen mehr. Das ist noch lieber. Was musst du dran denken, wenn du aufmachst, bevor du sie aufmachst? Ah, noch hinterher wäre schnell, bevor. Jetzt so einfach so bam und dann kommt wieder fahren. Ja, nein, das wäre nicht so gut. Nicht so gut. Kannst du mal noch korrigieren? Wir haben jetzt da noch so 25 cm. Hinterher und dann rüber. Ja, siehst du, jetzt wird es schon viel besser. Ja. Okay, gut, dann kannst du mal halten. Los. Nächstes Mal, wenn du parkierst, fahr ein bisschen weiter hin, du bist sehr früh rum. Mhm. Du bist jetzt aber nicht in dem 45 Grad Winkel, du bist ein bisschen flächer hin, hast ein bisschen Freestyle gemacht. Ja. Ist jetzt gegangen, vorher bist du aber sehr nah am Ecken vorbei. Ich weiss nicht, ob du das überhaupt gemerkt hast. Ich habe es gesehen, da ein Parksensor, wo ich es gehört habe. Das war schon recht eng. Fahr lieber weiter, du hast ein langes Park gefahren, das ist ja nichts. Fahr lieber weiter hinterher und dann kannst du normal mit diesen 45 Grad dann reinfahren. Dann führt nachher noch die Kühe aufschliessen. Okay, gut. Ja. Ja. Genau. Okay, dann kannst du wieder rausfahren, wenn es gut ist. Und eben im Parkier allgemein, ich würde mal den Kopf drehen. Mhm. Dass du einfach rundum so schauen, ja. Wie eine Rundumleuchte alles siehst. Es ist ein gesunder Morgen, weißt du, wenn du alles ein drehst, dann knackt es ein bisschen, aber nachher bist du für den ganzen Tag dann schön dahinter. Ein bisschen Fitness. Genau. Aber auch besser geklappt als das letzte Mal. Ja, letztes Mal sind wir ein bisschen im Umwürgen gesehen. Ja. Aber wenn du gerade die Tür aufmachst, dass du dann siehst, dass du den Kopf drehst. 3, 3. Ja, Herbst, hä? Ja.